Hier haben wir nun ein relativ preiswertes Spieltuch, das auch individuell bedruckt wurde. Das ist unser sogenanntes Valentino-Design. Wenn Sie das Spieltuch sehr genau ansehen, ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, es spiegelt ganz leicht. Es hat einen sehr, sehr hohen Anteil von Nylon und das haben wir auch schon mal schmerzlich erlebt, dass wir damit einen Fernsehtisch bespannt haben und dann ziemlich viel Ärger bekommen haben von Seiten der Producer, weil das Material eben gerade nicht so fernsehtauglich ist. An sich, es ist ein dünnes Material, das kann man jetzt hier nicht so sehen, ist das Tuch nicht so besonders langlebig, nicht so besonders strapazierfähig. Diese Tücher setzt man vor allen Dingen dann ein, wenn man Events hat. Es passiert ja häufig, dass ein Veranstalter oder irgendeine Werbeveranstaltung kommen, die letztlich für einen Tag ein Tuch brauchen. Und hier kann man halt im Preisbereich von 120 bis 140 Euro mal eben ein Tuch produzieren, das deutlich günstiger ist, das auch die 1, 2, 3 Tage und wahrscheinlich auch 3 Monate locker überleben würde und vom Druckbild her exzellent aussieht. Also unabhängig davon, dass das jetzt nicht das beste Tuch ist, wirkt es von der Optik her sehr, sehr hochwertig. Wenn man hier die Karten laufen lässt, dann wird man eines feststellen, Junge, die heben ab. Es ist extrem schnell. Also für einen Dealer ist das hier schon eine richtige Herausforderung. Was ich ja nicht bin, wie wir schon gelernt haben. Man sieht es einfach so. Wahnsinn. Ideal für Events, für Dauereinsatz nicht geeignet, aber es ist eine preiswerte Alternative immer dann, wenn man kurzfristig mal ein individuelles Tuch benötigt, das einfach super schön aussehen soll und ansonsten nach ein paar Tagen auch wieder ad acta gelegt werden soll. Hier haben wir nun ein ganz besonderes Beispiel. Nicht nur, weil der Tisch doch sehr besonders ist, es ist ein Chinese-Pokertisch, also kein klassischer Pokertisch. Leider, und das ist etwas, was man jetzt, es gibt noch kein Gefühlsfernsehen, es hat eine Teflon-Strukturoberfläche. Das heißt, diese Tücher sind unkaputtbar, also wir haben da noch nie eins zurückbekommen oder noch nie eine Reklamation gehabt, noch nie jemanden, der ein Tuch nachkaufen musste. Die Farbbrillanz ist exzellent. Ist ja gerade bei Stoff manchmal ein bisschen tricky, sehr brillant, gut farblich gut zu drucken und auch detailgetreu zu drucken. Und wird sehr, sehr häufig eingesetzt, zum Beispiel bei Fernsehproduktionen. Es ist satt von den Farben her im Druck. Und wie gesagt, im kommerziellen Bereich natürlich ein Traum, weil das hält, ich will jetzt nicht sagen ewig, aber das wird nicht, selbst im kommerziellen Bereich, nicht nach 3, 4 Monaten ausgetauscht, sondern so ein Tuch können Sie in der Regel locker ein Jahr oder länger betreiben, selbst wenn Sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Casino oder im Cardroom arbeiten. Ist auch nicht ganz günstig, ein großes Tuch, wenn man jetzt mal von 2,50 Meter mal 140 ausgeht, ja, das liegt dann schon so bei 250 bis 300 Euro und rechnet sich wirklich auch nur dann, wenn man einen dauerhaften Spielbetrieb hat, einfach weil es weniger Ausschuss produziert, weil man das sehr, sehr selten substituieren, ersetzen muss. Das war dann auch schon die Krönung der Spieltücher. Und jetzt werden wir uns einigen Tests widmen. Es gibt immer so viel gestellte Fragen. Brennt das? Was passiert, wenn ich Wasser oder Cola oder Bier drauf schütte? Und wie geht denn das überhaupt, dass man einen Tisch bespannt? Und dafür werden wir jetzt mal in unser Lager 2 gehen. So, jetzt sind wir bei unserem geliebten Speedcloth-Tuch und das werden wir jetzt mal ein bisschen malträtieren. Das ist klares Wasser. Und da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen was draufkippen. So. Und wie Sie sehen, ist dieses Tuch sehr abweisend. Da büchst der Strahl und büchst und jetzt büchst du über die Kamera und dann büchst du da runter und dann ist er weg.
So, jetzt darf ich natürlich wie Erik Ode mal wieder vor der Kamera rauchen, was ich normalerweise natürlich nicht tue. Neben Rotwein ist ja auch so, dass die Leute auch mal gerne ihre Zigarette ausdrücken auf dem Spieltuch. Beim Speedlos mache ich jetzt eins, ich lege die Zigarette einfach mal drauf. Glühe. Und da gebe ich ihr mal ein paar Sekunden, damit sie auch ihr Aroma in dem Speedlos richtig entfalten kann. Nehmen sie wieder weg. Zieh doch mal an. Und jetzt drücke ich sie mal so richtig ekelhaft fett aus auf dem Tuch. Ah, ah, kreislich. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen unser berühmt-berüchtigtes Tüchlein. Und dann tun wir das einfach mal runter. Und wir sehen jetzt beim Speedcloth zwei Dinge. Das erste ist, es brennt nichts durch. Also man sieht es ganz leicht, aber die Zigarette lag ja doch, keine Ahnung, 20 Sekunden auf dem Speedcloth drauf. Das heißt, ja, es ist ärgerlich, das Tuch wird nicht mehr wie neu sein, aber dem Tisch passiert nichts. Selbst wenn einer seine Zigarette daneben legt oder richtig ausdrückt, es passiert dem Tisch nichts. Das heißt, es ist relativ brandschutzsicher, auch wenn man es hinterher, ich kann noch mal drüber rubbeln, wohl nicht mehr richtig verwenden kann. Aber immerhin, die Bude brennt nicht ab. So, hier haben wir jetzt unser Mikrofasertuch, das wir endlich mal malträtieren werden. Wir fangen jetzt erstmal ein bisschen mit Wasser an. Und mehr Wasser. Und noch mehr Wasser. Und was man hier natürlich perfekt sieht, wow, das Ding ist richtig gut imprägniert. Da passiert gar nichts. Ich hebe das mal von hinten an. Und dann wird unser armer Kameramann und wenn ich jetzt hier drüber fahre, selbst hier die Mini-Perlchens drauf, das geht einfach so weg. Wenn man das jetzt länger einziehen lassen würde, also wenn man das jetzt mal ein paar Minuten einziehen lassen würde, dann würde es irgendwann auch ins Material eindringen. Aber wenn man schnell ist als Dealer und sieht, ui, Rotwein, Weißbier, was auch immer, flupp, drauf, weg. Natürlich wollen wir auch unseren Zigarettentest machen auf diesem wunderschönen Mikrofasertuch. Ziehe ich noch einmal genüsslich an, mache das gleiche wie vorher. Ich lege erstmal die Zigarette da drauf. Blas auch nochmal schön hin, damit es auch eine vernünftige Glut ergibt. Irgendwann wird der Dealer wohl sagen, hey, heb deine Zigarette auf, mache ich dann auch. Und irgendwann wird der Dealer sagen, mach sie doch bitte aus. Na gut, mache ich sie halt aus. Genauso fett und widerlich und ekelig wie vorher. So. Und dann wollen wir uns mal das Resultat anschauen. Man sieht es hier von oben. Jetzt drehe ich das mal um. Es hat schon ganz leicht ein bisschen mehr als beim Speedcloth ist es durchgegangen. Aber auch hier muss man klar sehen, wenn jemand eine Zigarette hinlegt, wenn jemand eine Zigarette drauf ausdrückt, passieren wird nichts. Das Tuch wird man wahrscheinlich erneuern müssen. Sieht nicht so besonders hübsch aus. Aber es passiert halt nun mal nichts. Und wasserabweisend ist es allemal. So, hier haben wir jetzt einen wunderschönen Rest von einem Wolltuch in Burgund. Und das wollen wir jetzt erstmal ein bisschen nass machen. Da sieht man, die Wolltücher sind ähnlich wie die Mikrofasertücher ganz, ganz toll imprägniert. Das macht schon richtig Spaß, dem zuzuschauen. Ich mache hier mal so ein paar Spielereien. Ich will dich noch nicht raus haben, du sollst darüber laufen. Und dann, jetzt geht's auf den Kameramann. Und wupp. Ah, der wehrt sich. Du wehrst dich nicht. Eine perfekte Imprägnierung. Auch bei den Wolltüchern, das wissen wir aus Erfahrung, ist es so, je länger das Wasser drauf ist oder die Flüssigkeit drauf ist, desto eher zieht sie ein. Und auch die Imprägnierung ist nicht für die Ewigkeit. Die verliert im Laufe der Wochen, Monate ein bisschen ihre Schutzfunktion. Aber für ein Jahr hält das locker aus.
So, als letzte Zigarette für den heutigen Tag werden wir auch hier den Brenntest machen. Ich ziehe nochmal richtig an. Leg das mal hier hin. Auch hier. Entschuldigung. Soll ja eine gute Glut sein. Und auch hier wird mir irgendwann der Dealer sagen, Moment mal, Junge, so geht das hier gar nicht. Mach mal die Kippe aus. Und dann mache ich die Kippe natürlich aus. Und dann schauen wir mal. Ein bisschen reiben, das schadet nicht. Und dann schauen wir mal, okay, was dabei rauskommt. Das Wollmaterial ist relativ dick. Das heißt, bis das irgendwann mal durchgeht, da müssen schon zwei Zigaretten drauf liegen. Aber auch hier muss man natürlich sagen, man kann das Tuch in der Form nicht mehr richtig weiterverwenden. Es passiert nichts. Das ist die gute Nachricht eigentlich bei allen Tüchern, die wir anbieten. Aber man muss es austauschen.